Wie spät ist es eigentlich? Oh Gott. Auch noch Gewitter, ey. Das ist nicht sehr hilfreich. Wo ist denn bitte eine Uhr? Ah, da oben. 10 Uhr. Ja, gut. Okay, da haben wir lange Zeit. Bis 21 Uhr. Ich sollte vielleicht mal kurz auf die Karte gucken. Es gibt doch eine Karte, oder? Ah, da drüben müssen wir hin. Also am besten hier die Hauptstraße. Also hier abbiegen, wo ich gerade vorbeifahre. Okay. Bremsen! Ich finde es auch so super. Oh, reden. Okay. Reden. I can't help noticing. You prefer to work alone. Most of the time, yes. Don't you get lonely? Flying all over the country alone? I must say, I've never felt lonely. Are you married? Unfortunately, relationships and I are fleeting strangers. I don't get on very well with women, you might be surprised to hear. That's because you're young. You notice things like that at my age. You have to treat women carefully, like a thin crystal wine glass. If you don't, they can cut scars on your face, just like yours, right? George, is this an interrogation? I see you're a seasoned professional. But let's not talk about my scar. It was caused by a problematic woman. Well, she got you good. Terribly good. It'll fade away, and nobody will notice it in a week. A week? It's not that light of a wound. So, Emily, tell me. Is there really a need for a full-time sheriff in a small town like this? I'm sure it is small to your city eyes, but any gathering of people leads to all kinds of problems. Fights, runaways. Bist hierher gekommen, um zu ermitteln, oder, Zack? Habe ich irgendwie die Ausfahrt verpasst, oder was ist los? Ich glaube schon. Mist, jetzt ist der Dialog abgebrochen, oder wie? Hey, wartet mal, jetzt bin ich verwirrt. Hey, ich habe hier keine Abzweigung gesehen. Aber es hätte doch eine kommen müssen, oder? Ach, da. Okay. Hier habe ich wirklich übersehen. Na dann. Auf jeden Fall finde ich super, dass man eine Sirene hat. Aber die bringt überhaupt nichts. Die Autos fahren einfach trotzdem weiter. Die fahren nicht zur Seite oder so. Jedem ist es scheißegal. Kleinstadt halt. So ist das auf dem Land. Muss ich da schon abbiegen? Nee, oder? Ah. Well, we're in the middle of a homicide investigation. Keep your mind on the matter at hand. He's right, Agent York. You still don't know your way around. Concentrate on driving us to the hospital. Ich versuche es. Ich nehme Abkürzung über die Wiese. Ich habe mir das Spiel auch noch mal. Ich habe es ja original auf der Xbox 360 gespielt und habe es ja dann nochmal für den PC geholt, aber da ist es leider ständig abgestürzt und hat nicht richtig im Vollbildmodus funktioniert und war verbuggt ohne Ende. Und deswegen war ich sehr froh, dass das für die Switch erschienen ist. Habe ich mir natürlich gleich nochmal gekauft. So kleine, coole Spiele, die man gern mag, kann man nicht oft genug kaufen, um sie einfach zu unterstützen. Und hier läuft es wenigstens ordentlich und man kann es echt spielen und es funktioniert. Das ist schon echt viel wert. Gleich haben wir es geschafft. Einigermaßen heil. Okay. Oh, Autofahren ist so ein Abenteuer in dem Spiel. That's a pretty big hospital. I guess they wanted to be ready for a town-wide food poisoning. No, no. It's another leftover from the town's prosperous slumber days. Hard to imagine now, though, isn't it? My mother always talked about how energetic this town used to be. Almost like a gold rush, she used to say. Impressive. But the hotter the fever, the faster it cools. And so now there's hardly anyone left to use this place. Watch my hometown lose so many citizens. Beyond your understanding, I'm sure. Yes, I'm sorry to say that it is. Indeed. That's why this case is our problem. There really isn't any need for you to get too involved. Ich meine, die Emily steht da komplett ohne Regenschutz, einen halben Meter von einem Dach entfernt. Na gut.
Nicht, dass die krank wird. Der Schwarzbarsch. Hello, Sheriff. Sommersprossige Fiona. Gibt's noch andere Fionas und deswegen ist sie die Sommersprossige? Hi there, Fiona. Oder wie? We're here to see Usha. Ist das ihr Name? Do you know where he is? I think Dr. Johnson is in the computer room. The computer room? In a hospital? Nice to meet you, Mr. FBI agent. The computer room is where our employees share a computer. Very nice to meet you, too. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. And how did you know I was FBI? Easy. None of the police in this town wear cologne. Besides, that scar on your face is the biggest rumor in town. Rumors get exaggerated as they spread, even in the countryside. What's that you're reading, if I may ask? You haven't heard of this yet? It's a recent bestseller mystery. It's set in the U.S., a small, traditional North American town close to the Canadian border. A peaceful, traditional place. However, that peaceful town is shattered by a terrible crime. The murder of a local girl. And that incident causes grief and sadness to everyone in town. But everyone feels the seditious, heinous, evil still lurking, alive. Yes, much like the situation right now here in Greenvale. Fiona, don't say that. Oh, sorry, I shouldn't have said that. With Anna dead and all. Don't worry. Books are written to entertain, and it's good you're enjoying it. What we're faced with here is a terrible crime committed in a real world. Much different from that of a novel. So there's no need to apologize. Thank you, Agent York. Ja, ich glaube auch. Na dann, Frau Sommersprossige, dann speichern wir mal. Oder es ist Frau Fiona, das kann schon auch sein. Und ihr Vorname ist Sommersprossige. Ich glaube, wir haben oft genug den Wetterbericht. Moment, hat der Wetterbericht nicht gesagt, dass es schön wird und dann bewölkt und jetzt haben wir Gewitter? Das ist der worst Wetterbericht ever. The story demanded it. Ja, das stimmt. Der Plot ist wichtiger als irgendwelche Wettervorhersagen. Echt ein unheimliches Krankenhaus hier irgendwie, oder? We couldn't find him. Fiona needs to check her information. No, I don't think so. Does the doctor like playing games by any chance? What do you mean? There's a message on the computer, and a card key already set in place. The king passes the rook and meets the bishop. The knight takes a pawn along for the queen. What does that all mean? It's a simple puzzle. Zack, let's take him up on his challenge. You can do this, right? Okay. Moment, was? König zieht am Turm vorbei zum Läufer. Springer bringt der Bauern eine Dame. Ist das einfach nur, muss ich die einfach nur in der richtigen Reihenfolge sortieren? Ist das damit gemeint? König zieht am Turm vorbei zum Läufer. Ach so, warte mal. Ich glaube nämlich, das Rätsel ist super simpel und bescheuert. Ich glaube, es ist viel, viel leichter, als man denkt. Ich glaube, es ist einfach König, zieht am Turm vorbei, zum Läufer, Springer, bringt der Bauern eine Dame. Sag mal. Einfach nur in der Reihenfolge, wie es im Text steht. Ja. Oh, das ist dumm. Ja. The doctor awaits below with the deceased. Another code? But there's nowhere to insert a password. More games. I'm going to get Fiona to call Usha up here right now. No need, George. The message appeared with the card key. It's telling us where to use it. This is not the time to be joking around, Agent Morgan. Dr. Usha is below with the deceased. With Anna. Below being underground, I take it. Simple. Simple.
So then good. It's time to meet the mischievous architect of this little game. Okay. Nah. Magnetkarte für den Keller. Ist auch ein toller Computerraum, ne? Ich finde auch. Ich meine, immerhin haben sie zwei Computer. Nicht schlecht. Wann spielt denn das Spiel eigentlich, bitte? Einerseits hat er eher einen Laptop in seinem Auto. Andererseits sind hier die uraltesten Computerbildschirme, die man sich vorstellen kann. Aus den 80ern oder so. Wow. Das Ding hat sogar Physik. Mehr oder weniger. Naja. Ich dachte gerade, ich kann das wirklich rumrollen. Aber irgendwie, okay, jetzt geht's gar nicht mehr. Naja, oh doch. Ja, das ist weird. Irgendwie komisch auch, oder? Einfach irgendwie so ein random Objekt hat auf einmal Physik. Ja, manchmal. Das ist total blöd. Ist das jetzt ein neues Game, das auf alt getrimmt ist oder wie? Nee, das Spiel ist original von 2010. Es ist also vielleicht nicht ganz so alt, wie es aussieht, aber schon älter. Schon eher ein Klassiker. Hat ja vorher auch was von wegen diesem Film im Internet kaufen gesagt. Das stimmt. Aber damit hat... Also ich habe das eher auf irgendwo auf eBay eine Videokassette kaufen bezogen. Und weniger auf Streamen. Aber weiß ich nicht, was er meinte. Bin ich hier richtig? Müssen wir noch tiefer? Bin verwirrt. Irgendwie ist unser Questmarker verschwunden, oder? Ah, hier geht's auf jeden Fall noch tiefer runter. Dann gehen wir da mal den lang. Das sieht gut aus. Boing. Mein Gott, ist dieses Krankenhaus riesig. Das ist ja irre. Come on, ich sehe ihn doch. Kann ich nicht rufen? Hallo, können Sie die Tür bitte aufmachen? Ich glaube, ich muss einen anderen Eingang nehmen. Ich bin im falschen Leichenkeller. So, jetzt aber. Ah, warte, hier kann ich sogar speichern. Das ist gut, das machen wir schnell. Auch so Wählscheibentelefone. Wann spielt dieses Spiel? Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie komisch. Usher, sorry to keep you waiting. Ah, you made it. Let's get started, shall we? Usher Johnson, Doctor. This is Agent Morgan from the FBI. Nice to meet you. I'm Usher Johnson, the doctor in this hospital. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. Everyone calls me that. Very well, Agent York. Are you a forensic practitioner? Let's just say I've dealt with corpses before. That battle of wits, by the way. Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. I see. Well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. Das kann sein, Metatron, dass diese alten Bildschirme und Telefone... diese Abgeschiedenheit des Orts zeigen sollen. Das stimmt. Next time, try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. From the onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Note that there are two exterior wounds, pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand.
Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation, due to the marks on her neck. But after further investigation, I now have a different conclusion. The direct cause of death was loss of blood from the wound. Which means? She was cut up while she was still alive. Yes, a sharp knife was used. It was inserted beneath the sternum and then quickly sliced downwards. The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her. Her nails are clean, and with no skin cells from the attacker. She also doesn't appear to have been bound nor badly beaten. She was apparently killed without resistance. The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. The perpetrator cut out Anna's tongue. Well, I believe she was drugged first to phase her consciousness, and then the killer killed her. Now, the killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. He probably cannot converse with them normally. Cutting out the tongue suggests a very lonely individual. Either that, or a truly hardcore sadist. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. He watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold. A case in Seattle in 1985 was much like... Usha, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. You're wrong, also. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so... around 1 a.m.? What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. So the rain stopped, accompanied by the ending song, Blue Moon. George, would you mind if I examined Anna myself? What more do you hope to find? I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these. Schauen. Observieren. Spuren von Tropfen auf ihren Augen. Achso, ich schaue ihre Augen gar nicht an. Sie muss geweint haben, bevor sie ermordet wurde. Na, da war irgendwo... Ah ja. Sie trägt hübsche falsche Fingernägel. Anna liegt auf einem Tisch. Den Spuren zufolge hielt sie etwas in der Hand. 6 Stunden nach dem Tod wurde es entfernt. Seltsam spezifisch. Das Objekt war rund mit einem Relief wie ein Friedenssymbol. Oh, warte, die Zunge wurde entfernt, stand da noch. Ich hab's versehentlich weggeklickt. From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zack, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining. But you can still see tear marks on her cheeks.
That means she was killed under a roof somewhere. She was then carried into the woods after it stopped raining. There's one other thing. Her tongue was removed with a very blunt knife. In fact, it's more likely it was simply chopped off. Usher, are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate, yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator is just like you. He's passionate about women. He's a passionate kisser. This was a kiss of death. The perpetrator bit off Anna's tongue. We'll never get a dental print from a wound like this. But this is still a big lead. Jackpot, Zack. A shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. This case is now under the jurisdiction of the FBI. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. That's not why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something. Good luck, Crusader. Tüte mit Samen. 3, 4, 5 Tüten. There you go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. George, warum hast du die Tüten? Warum sind die nicht in irgendeinem Labor zur Analyse? No need to stay here any longer. Okay. I have to sign the release. Just give me a moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. Lässt er die Tütchen jetzt da? Ja, anscheinend. Die braucht er jetzt nicht mehr. Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. Huh? Oh. My first victory in the Grandmaster ranking. Bam. Was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Im Untertitel war gerade ein Tippfehler. Da stand ein Plus plötzlich. Da stand statt helfen, helf plus N. Ganz, ganz komischer Tippfehler. Ich wollte noch was anderes sagen. Keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Auf einmal ist das Krankenhaus voller Wurzeln. Ja, das kommt schon mal vor. Rauchen wir erstmal gemütlich weiter. So viel Zeit muss sein. Plötzlich ist die Zigarette weg. Zack, they're here. Uh-oh. So, gespeichert. Oh, guck mal, die Uhr. Die läuft rückwärts im Turbo-Modus. Da stimmt was nicht. Das machen Uhren normalerweise nicht. Ich
finde da 10mm Automatikkugeln, aber ich habe keine 10mm Automatikwaffe. Schade eigentlich. Krankenschwester. Time to die, verstehe ich da. It's great. Amazing. It's great. Amazing. Ich glaube, er schießt echt gern auf Leute. So Leute erschießen, dann machen wir schon ziemlich Spaß. Sie kommen aus den Wänden. Amazing. Ist das? Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Kaputtmachbox. Ja, genau. Ich schau mal kurz, was da ist, weil das ist offensichtlich eine optionale Tür, glaube ich. Ein Badezimmer mit rotem Spiegel. Und auf dem Klo ist natürlich Stabilisator, der unsere Psyche stabilisiert. Beziehungsweise unsere Ausdauer, glaube ich, eher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Unseren Puls. Damit kann man, glaube ich, besser zielen oder irgendwie sowas in der Art. Hey, das Spiel suggeriert mir, dass ich schon eine andere Waffe haben sollte durch die ganze Munition, die wir finden. Aber, wüsste nicht woher. Nicht mehr, was passiert, wenn die zu nahe kommen. Aber ich will es gar nicht rausfinden, wenn sich's vermeiden lässt. Werden jetzt hier eigentlich schon die nächsten Gegner eingeführt? Weißt du das noch, Merlin, oder kommt das erst noch? Weil die nächsten Gegner, die eingeführt werden, wenn ich mich nicht irre, sind super duper lästig. Die Krabbler. Ja, die Krabbelnden, glaube ich, werden hier noch nicht eingeführt. Okay. Sei denn, man kommt noch runter in den Keller oder so. Ich glaube nicht. Jetzt kommen wir gleich zu der Stelle. Oh, mein Inventar ist voll. Nein! An dem die PC-Version bei mir ständig abgestürzt ist, was mich echt super angekotzt hat. Das heißt, alles ab dem Punkt jetzt dann gleich kenne ich selber nicht mehr so gut. Für mich beginnt jetzt quasi auch eher der unbekannte Teil des Spiels. So, weil ich mein Inventar nicht gemanagt habe, müssen wir jetzt zur Strafe irgendwie was machen. Ich könnte einfach mal den Stabilisator nehmen. Regeneriert den Puls vollständig und verhindert dessen Anstieg lange. Okay, nehmen wir. Weil warum nicht? Und mehr brauchen wir momentan nicht verschwinden. Ich will nur nichts liegen lassen. Moment mal. Ach, kann das sein, dass ich keine 10mm Munition mehr mitnehmen kann? Ja, anscheinend ist es so. Na dann hätte ich mir das sparen können mit dem Stabilisator. Jetzt können wir wenigstens kostenlos sprinten. Wenn ich diese Auto-Aim-Funktion benutze, die das Spiel zum Glück hat so ein bisschen, schießt er immer automatisch auf die Hintern der Gegner. Ich frage mich, was da los ist. Aber okay. Da weint jemand. Sehr seltsam. Erst noch da lang. Oh, okay. Die Musik macht gerade komische Geräusche. Hör mal rum. Sind noch mehr Gegner? Nee, gut. Komm schon, nachladen, bitte. Gehen wir mal da in den OP-Saal.
Hast du schon im Film Die Farbe aus dem All gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen, aber würde mich interessieren. Ich kann keinen schwarzen... Ich verstehe nicht. Ich habe doch gerade die Stabilisatoren genommen. Warum kann ich denn jetzt keinen schwarzen Kaffee trinken? Was denn? Bewegt sich. Ja. Und jetzt? Ist da nix. Eine Keycard mit einem Herz. Magnetkarte für das Hauptgebäude. Nope. Nope. Einfach nope. Wieder das komische, so Semi-Physik besitzende Rollwägelchen. Das ist schon seltsam. Piep. Die Frage ist da eher das Original oder das Remake? Ach, von dem Film. Ich wusste gar nicht, dass es ein Original gibt von Die Farbe aus dem All. Ich kenne nur die Kurzgeschichte. Ich wusste nicht, dass das schon mal verfilmt wurde. Speichern? Speichern ist immer gut. Ah, wartet mal. Hier ist bestimmt auch ein Kasten, wo wir unser Inventar mal aufräumen können. Ne? Irgendwo. Schlafkammer? Da ist er. Gut. Räumen wir mal ein bisschen unser Inventar leer. Objekte verstauen. Genau, genau. Genau, die ganze 720 Schuss kommen jetzt in die Kiste. Dann können wir da wieder was aufheben. Außerdem, das ist aber wirklich komisch. Ach so, weil ich 3 von 3 möglichen schwarzen Kaffees habe. Ich verstehe. Jetzt habe ich alle 3 weggeräumt. Naja, gut. Das Spiel ist seltsam. Ich habe auch noch 20 von 20 Zigaretten. Okay, passt schon. Das heißt, das Inventar ist quasi vor allem anscheinend so beschränkt, dass man von einem gewissen Item nur so und so viel haben kann. Es ist gar nicht so... So von wegen, ne? Sondern eher so. Das heißt, ich kann theoretisch alles 3-mal haben, quasi. Aber nicht insgesamt nur so und so viel. Oder so. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, weil wir hatten doch schon ein Messer. Jetzt haben wir noch ein Messer. Na gut. Ich glaube, die Sachen können auch kaputt gehen. Insofern macht das schon Sinn. Genau, jetzt steht da 2-mal Messer. Und unten ist die Haltbarkeitsanzeige. Okay, ich verstehe. Noch ein Lutscher, weil... Warum nicht? Und ein Verbandskasten. Okay, cool. Time to die! Ach so, okay. Verschlossen. Also ich glaube immer noch, dass das alles, diese Horrorpassagen, nur in dem Kopf unseres Protagonisten stattfinden. Weil ich meine, anscheinend erlebt es kein anderer. Oder? Da waren doch gerade noch andere Personen in dem anderen Raum. Der Arzt, die anderen Polizisten. Und keiner scheint irgendwas über komische Zombies zu wissen. Gleichzeitig gibt es allerdings Orte... Da wird einem vom Spiel gesagt, dass es Gerüchte gibt, dass die verflucht sind, dass es da Geister gibt. Und da kämpft man dann auch wirklich gegen diese Wesen. Und man erfährt dann sogar, naja, das nehme ich mal noch nicht vorweg, aber die Story suggeriert schon auch dann, dass irgendwas nicht stimmt in dieser Stadt. Naja, das ist doch noch kein Spoiler. Ich sage ja nur, dass es schon irgendwie, na mal abwarten. Ich glaube, ich werde mich dann abschieben. Na gut. Vor eilig. Okay.
Aber vielleicht bin ich beim nächsten Mal noch dabei. Schauen wir mal. Jo. Das ist nämlich auch, ich kenne lustigerweise das Spiel nämlich auch genau bis zu der Stelle. Aber danach weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Wir haben das mal gemeinsam am PC gespielt, damals, als ich mir das auf dem PC gekauft habe, in Director's Cut. Glaube ich, deswegen vielleicht. Hm. Aber ich glaube, ab jetzt wird es relativ abgespaced dann. Oder immer abgespaced. Hm. Wow. Und also dann, schönen Abend wünsche ich allen. Und dir. Jo, danke. Schöne halbe Stunde. Bis gleich. Mensch, so. Ich würde gern mal im Nahkampf gegen so einen Zombie kämpfen, aber ich habe Angst. Ich traue mich nicht. Die sind bestimmt ganz schön böse im Nahkampf, kann ich mir vorstellen. Bleib lieber dabei, die Nahkampfwaffen zum Kisten öffnen zu benutzen, weil dafür sind sie ziemlich gut geeignet. Was haben wir denn da? Käse! Geil! Einfach so Cheddar Cheese in der Box. Ist die Lieferung Cheddar Cheese schon hier, Schwester? Unser Patient braucht dringend seinen Käse. Bedarf gedeckt. Er leidet an akutem Käsemangel. Ich kenne das. Akuter Käsemangel, damit darf man nicht scherzen. Das ist sehr ungesund. Okay, Felix, mach's gut. Bis bald. Oh Gott, nein! Oh! Oh, das ist schon ein bisschen weird, oder? Oh mein Gott, hat sich die einfach von hinten angeschlichen, während wir unsere Kisten kaputt gehauen haben? Das ist nicht nett, verdammt. Oh mein Gott. Weißt du, wie man so eine krasse Stimme kriegt? Geht doch nicht ohne Stimmverzehrer. Nö, bestimmt nicht. Wir haben da bestimmt einen Stimmverzehrer. Okay, hier brauchen wir wieder irgendeine Schlüsselkarte. Ich sehe schon. Bandages, ein kleines Pflaster. Könnten wir vielleicht sogar schon brauchen, so ein kleines Pflaster, oder? Naja. Wir sind eigentlich noch ziemlich fit. So tippe ich auch immer auf meiner Tastatur. Na gut, dass das rausfährt. Wir hätten da unmöglich reinfassen können in den Turmspintomographen-Dingens. Verbandskasten normal. Speichern! Speichern ist immer gut. Schlüsselkarte für den Eingang. Also, falls ihr euch für das Spiel interessiert, nur dass ihr es wisst, Deadly Premonition, Deadly Premonition Director's Cut und Deadly Premonition Origins sind im Grunde ein und dasselbe Spiel. Mit keinen bis nur ganz leichten Unterschieden. Das ist alles der erste Teil und der zweite kommt dann jetzt erst im Juni. Oh, oh, so kurz vom Ausgang wachsen die magischen Lianen. Und genau hier ist das Spiel immer abgestürzt. Und jetzt kommen die bewaffneten Gegner. Oh, super lästig. Super lästige Monster-Zombies mit Waffen.
Nicht gut. Projektile. Mensch, ich will mal die neuen Waffen haben. Mir wird hier dauernd irgendwie, ne, angeteased, dass ich coole Waffen haben könnte. Von der Munition her. Ja, ich habe eben vor, den zweiten Teil auf dem Kanal zu spielen. Deswegen will ich ja den ersten Teil jetzt noch fertig spielen, bevor der zweite kommt. Weil ich da wirklich gespannt drauf bin. Ob der den Charme des ersten wieder einfangen kann? Ich bin gespannt. Oh. Puh, zum Glück ist der sehr dämlich. Time to die. Also wenn ihr jetzt noch eher in dem Lager seid, dass ihr euch denkt, ich weiß nicht, warum viele Leute das Spiel so geil finden, das sieht furchtbar aus, dann wartet mal noch ab, wie sich die Story und die Charaktere entwickeln. Das nimmt noch die ein oder andere sehr überraschende Wendung ist für den ein oder anderen Lacher noch gut, was teilweise halt eben so unabsichtlich komisch ist, teilweise dann eben auch wieder ziemlich ernsthaft cool. Okay, ich glaube, wir haben unseren Horror-Trip überstanden. If you're so desperate, then why not smoke two at once? Der nächste skurrile Kleinstadtcharakter. Die werden alle noch wichtig in unseren Ermittlungen, die ganzen Figuren hier. Alle. That's Harry. Harry Stewart. One of the bigger problems around here. Im Grunde werden jetzt die Figuren so eingeführt. His father started up the lumber trade and founded this town. But he's a weird one, as I'm sure you can see. Always dressed like that, never speaking to the townsfolk. And just FYI, he owns almost the entire town. Not that that makes any difference. So long as I'm around, he won't be getting away with any funny business. Mr. Francis Yorkmore, haste won't lead you to what you seek. Your eyes focused on your footing as we speak. So says Mr. Stewart. Nice to meet you too. How did you know my name? Mr. Francis York Morgan, information desires you, just as you desire information too. So says Mr. Stewart. Harry, stop trying to get in our way. Keep this up, and even you'll have to answer to the law. Mr. Francis York Morgan, with each rain, our town goes mad. To our disdain, unpreventable. So sad. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning. Then we shall depart, Mr. Francis York Morgan. That's how he always is. Always spouting that nonsense. Don't give it any thought. It's all gibberish. Emily here. Uh-huh. Oh. Okay, thank you, Thomas. Agent York, we've contacted the first witnesses to the crime scene. You can interview them where they found the dead body. Excellent. I was just about to ask if you could take me there. Autopsiebericht. Abgeschlossen.
Das frage ich mich auch, Metatron. Das ist wirklich komisch. Warum sind Final Fantasy 7 bis 12, glaube ich, für die Switch rausgekommen? Und 15 ja auch, aber in der Pocket Edition. Aber Teil 1 bis 6 nicht. Wo sind denn die Klassiker vom Super Nintendo? Komisch, ja? Ich finde es auch. Vielleicht, aber ich weiß nicht recht. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber meinst du, da hat Nintendo vielleicht mit Square Enix so einen Deal, dass die bald für das Super Nintendo Emulator-Ding für die Switch kommen? Aber ich weiß nicht recht.